und Aussprache zusammen, dann sind es 10 Minuten, Herr Kollege. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Bayern. Ich sage nur Bayern. Ich merke, man kriegt Zustimmung. Aber wenn man das sagt, dann wird in den vielleicht jetzt 100 Köpfen plus Publikum bei jedem ein anderes Bild erscheinen. Der eine denkt an Neuschwanstein, der andere an den Bayerischen Wald, der nächste an den fränkischen Tatort, wieder einer gerade dieser Tage an Helmut Dietl und wie er das Lebensgefühl Münchens in seinen Filmen eingefangen hat. Bayern als Begriff weckt bei uns vielfältige Erwartungen, Erinnerungen, Bilder, Gefühle. Bayern ist Vielfalt. Es gibt kein anderes Bundesland, das so reichhaltig ist, das so unterschiedlich ist. Und es gibt kein anderes Land, das so schön ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Genauso vielfältig wie Bayern, so vielfältig ist auch die Medienlandschaft in Bayern. Und wir sind stolz auf diese Vielfalt in der Medienlandschaft mit über 200 Zeitungen, mit vielen Zeitschriften, mit lokalem und regionalem Rundfunk, mit 16 verschiedenen, mehr als 16 lokalen und regionalen Fernsehprogrammen, mit einer mehr als 30-jährigen Geschichte des privaten Rundfunks in Bayern. Wir sind stolz auf die Unterschiedlichkeit in der Programmgestaltung, im Verbreitungsgebiet, in der Einnahmenstruktur, in der Ausrichtung und auch in den Eigentumsverhältnissen dieser unterschiedlichen Länder, dieser unterschiedlichen Sender. Wichtigste Einnahmequelle, und hier sind wir beim Problem, ist die Werbung. Gerade der private Rundfunk, die privaten Fernsehsender brauchen Werbung. Denn das Ziel, und da sei daran erinnert, vor 30 Jahren war die Selbstständigkeit, die wirtschaftliche Selbstständigkeit auch des privaten Rundfunks. Und diese speist sich typischerweise aus regionaler Werbung. Das Möbelhaus vor Ort wirbt nun typischerweise auch beim lokalen Fernsehsender. Die lokale Brauerei, das Fachgeschäft mit einer geringen regionalen Ausstrahlungskraft, das wirbt im entsprechenden Zeitungsverlag und bei den entsprechenden Sendern. Bisher ist die Rechtslage so, dass nationale Sender nationale orientierte Werbung im gesamten nationalen Gebiet ausstrahlen dürfen. Bis vor kurzem. Regionale Sender haben sich auf regionale Werbung und lokale Werbung konzentriert. Und ich sage das ganz deutlich, das ist auch vernünftig so. Das ist sinnvoll. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir geänderte Rahmenbedingungen. Auf die gilt es zu reagieren. Und das tun wir mit unserem Gesetzesentwurf heute. Erstens lassen inzwischen die technischen Möglichkeiten zu, dass Werbung regional sehr zielbewusst und zielgenau eingesetzt wird. Wir haben das erlebt vor kurzem beim Fasching im Rheinland, als RTL, ein nationaler Sender, zielgenau im Gebiet des Karnevals Werbung für den kleinen Feigling gemacht hat. Wer das ist nicht ein Wer, sondern ist ein Was in diesem Fall. In diesem Fall ist es ein Was. Technische Möglichkeiten vorhanden. Zusätzlich gibt es die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, die ermöglicht, dass regionale Werbung auch von Sendern gemacht werden kann, die bundesweit ausstrahlen. Also hier eine Aufspaltung des jeweiligen Gebiets. Und das stellt, der Auffassung sind wir, eine Gefahr für den lokalen und regionalen Rundfunk dar, der wir begegnen müssen. Denn die Einnahmen können wegbrechen und sie werden wegbrechen, wenn man den bisher eingeschlagenen Weg weiter verfolgt. Wir haben deshalb einen Gesetzesentwurf vorgelegt, einen
Gesetzentwurf, der sehr einfach, aber auch sehr deutlich ist und der das Verbot regionalisierter Werbung für Sender, die national ausstrahlen, vorsieht. Das heißt, wir wollen die bisherige tatsächliche Lage rechtlich fortschreiben. Das ist, und das sage ich ganz offen, darin spiegelt sich wieder der Schutzgedanke für kleine, für regional begrenzte, für lokale Sender wieder. Ansonsten sehen wir eine vielfache Gefahr. Zum einen eine finanzielle Bedrohung. Wir wissen, dass schon jetzt viele Sender, aber auch viele kleinere Zeitungen finanziell sehr eng auf Kante genäht sind, sodass man wirklich über die Jahre hinweg befürchtet, dass sie immer mehr ins finanzielle Risiko geraten. Auf der anderen Seite würde das bedeuten, wenn man die Sender erhalten will, und das wollen wir, ein höherer staatlicher Zuschuss. Und über den wird ja weitlich gestritten, und es gibt sogar Fraktionen hier im Bayerischen Landtag, die einen solchen staatlichen Zuschuss ganz ablehnen. Wir befürchten auch mit wegbrechenden finanziellen Mitteln, dass es kein Geld gibt für entsprechend qualifizierte Mitarbeiter, also vielleicht auch ein schlechteres Programm, schlechtere Medienlandschaft und möglicherweise eine größere Konzentration. Und genau das wollen wir nicht. Deshalb habe ich Ihnen auch das Bild am Anfang vorgestellt. Bayern ist vielfältig, die Medienlandschaft ist vielfältig, noch. Und wir wollen sie erhalten. Wir wollen, dass jedem Bürger auch er die Möglichkeit hat, regionales Fernsehen, lokalen Rundfunk, lokale Zeitschriften vor Ort zu genießen mit den Nachrichten, die Sie besonders interessieren. Es ist auch Eile geboten, deshalb haben wir diesen Entwurf möglichst schnell eingereicht, denn die Werbekunden beginnen schon abzuwandern. Wir haben gerade in den letzten Tagen mitbekommen, dass einer der nationalen Sender hier auch schon mit TV Bayern Media zusammenarbeitet. Das ist bis jetzt der Partner der lokalen und regionalen Rundfunkanstalten. Und wir haben auch mitbekommen, dass der angekündigte Rundfunkstaatsvertrag, die entsprechende Änderung, noch nicht zustande gekommen ist. Und ich sage ganz deutlich, und das kriegen wir vielleicht auch heute genauere Aufklärung, mich hat da schon das Verhalten auch der Staatsregierung und auch der CSU verwundert. Ohne, das sage ich auch ganz deutlich, ich die Verhandlungen natürlich im Einzelnen kenne. Die CSU hat im April 2013 deutlich gemacht, dass sie für ein Verbot regionaler Werbung bei nationalen Sendern ist. Hier im Plenum wurde das deutlich gemacht. Im Staatsvertrag, wenn ich es richtig weiß, hat man aber der Änderung nicht zugestimmt, die zum Schutze von lokalen und regionalen Sendern gewesen sind. Medienberichte sprechen davon, dass Bayern der einzige Gegner gewesen ist. Und es verwundert auch ein bisschen, vielleicht kann man da auch noch Aufklärung geben, dass der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber als Aufsichtsratsmitglied von ProSieben Sat.1 vielleicht da auch entsprechende Interessen wahrgenommen hat. Ich bin jedenfalls sehr an den Ausführungen der Staatsregierung interessiert, warum sie hier nicht bislang im Interesse der lokalen und regionalen Rundfunk- und Fernsehanstalten gearbeitet hat. Auch von der zuständigen Ministerin, Frau Aigner, habe ich zumindest über die Medien, mehr habe ich noch nicht erfahren, mitbekommen, dass die Situation eine schwierige ist. Das mag sein, aber ich erwarte mir da, das sage ich auch ganz deutlich, eine schnelle Antwort, wie reagiert werden soll, wie man hier auch zum Schutze der lokalen und regionalen Medien zu agieren gedenkt. Ich sage es ganz deutlich, wir Freien Wähler, wir stehen zu dem lokalen und regionalen Rundfunk. Wir wissen ihn zu schätzen seit vielen, vielen Jahren. Wir sind der Auffassung, dass die Sender, die Zeitschriften, die Zeitungen das Selbstverständnis Bayerns in Vielfalt widerspiegeln, dass sie zur Kultur Bayerns gehören, dass sie aber auch zum Selbstverständnis der Bürger Bayerns gehören. Und wir werden alles tun, parlamentarisch, aber auch darüber hinaus, dass das lokale Rundfunk und Fernsehen in Bayern nicht nur erhalten wird, sondern dass es eine Zukunft hat, die nicht von zu starken wirtschaftlichen Zwängen und Risiken geprägt sind. Wir stehen zum lokalen und regionalen Rundfunk Bayerns
Und jeder, der das tut, sollte auch diesen Gesetzesentwurf unterstützen. Recht herzlichen Dank, meine Damen und Herren.